Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Jawohl, periodische Dezimalbrüche. Wir wissen noch nicht ganz, was dahinter steckt, aber wir werden es jetzt nach und nach erarbeiten. Wir schauen uns mal so einen Bruch an. Ja, 3/8. Kennen wir doch, eigentlich langweilig. Wir könnten, um das in Dezimalbruch, also in eine Kommazahl zu bringen, ja einfach 3/8 auf irgendwas mit Tausendstel erweitern. Ihr wisst vielleicht nochmal, 125 gibt 1000, also 8 mal 125. Also müsste ich 3 mal 125 rechnen, dann kann ich das Ganze ja in einen Dezimalbruch umwandeln. Aber es geht auch, meiner Meinung nach, leichter. 3/8, haben wir doch irgendwann mal gelernt, ja, ist nichts anderes als 3 geteilt durch 8. Bisher hat uns dieser Tipp eigentlich noch nicht viel gebracht gehabt. Aber jetzt wissen wir doch eigentlich, wie wir 3 geteilt durch 8 rechnen müssen. Denn wir können hier eine schriftliche Division durchführen. Denn klar, die 3 geht nicht in die 8 rein, aber wir können ja dann ein Komma setzen, Nullen runterholen und dann einfach weitermachen. Probiert das mal aus. Drückt bitte bei eurem Video, das ihr jetzt gerade anschaut, auf Pause und rechnet das dann selber. Das heißt, alles hier abschreiben und das, was jetzt hier dran steht, auf selber rechnen. Pause drücken und... Wer jetzt noch nicht Pause drückt, hat zu spät, ja? Jetzt Pause drücken. Nein, jetzt geht's weiter. Wenn man das Ganze natürlich macht, geht es 0 mal rein. Dann habe ich einen Rest von 3. Dann darf ich mir aber eine 0 runterholen. Allerdings muss ich dann aufpassen, die 0 ist ja quasi hinterm Komma. Muss ich das Komma auch im Ergebnis setzen. Dann geht das Ganze 3 mal rein, 24. Bleibt ein Rest von 6. Hole ich wieder eine 0 runter, geht 7 mal rein. Bleibt ein Rest von 4. Dann hole ich wieder eine 0 runter und es bleibt kein Rest mehr. 40 minus 40 gibt 0. So, und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, aus diesem Bruch ohne zu erweitern, ohne etwas aufwendig zu erweitern, einen Dezimalbruch zu machen. 0,375 wäre jetzt hier das Ergebnis. 3/8 sind also 0,375. Warum hier ein Smiley, ein grinsender Smiley ist, werden wir gleich feststellen. Erst nochmal das Tafelbild, um einen Bruch in einen Dezimalbruch umzuwandeln, teilt man Zähler durch Nenner. Das heißt einfach 3 geteilt durch 8 und das in einer Nebenrechnung. Dann kann ich es in den Dezimalbruch umwandeln. Jetzt bitte auf Pause drücken und das hier abschreiben. Jetzt Pause drücken. So, jetzt sehen wir hier zum ersten Mal nicht nur einen grinsenden Smiley, sondern auch 2 traurige Smileys. Warum der 5/8 grinsend ist und der 2/3 und der 2/11 aber traurig, ja, das werden wir gleich feststellen. Ihr habt jetzt ja gerade eben gelernt, wie man 5/8, 2/3, 2/11 in einen Dezimalbruch, also in eine Kommazahl umwandeln kann. Das macht ihr bitte jetzt zuerst, bevor es weitergeht. Also Pause drücken und das hier ausrechnen. Pause drücken. Die Ergebnisse 0,625. 0,666666666. Oh, komisch. Ich habe hier Punkt, Punkt, Punkt gemacht, weil das hört ja gar nicht mehr auf. Und hier 0,1818 hört auch nicht mehr auf. Jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum diese 2 Brüche traurig sind. Denn sie hören nicht auf. Egal wie lange ihr rechnet, es wird dahinter immer wieder das Gleiche kommen. Wir könnten quasi bis an unser Lebensende rechnen und wir hätten kein Endergebnis. Woran das liegt, das sind sogenannte periodische Brüche. Aber ganz langsam. Bei der Umwandlung von Brüchen in Dezimalbrüchen können unterschiedliche Dezimalbrüche entstehen. Sobald sich eine oder mehrere Ziffern wiederholen, nennt man diese Wiederholung eine Periode. Das heißt also, das, was jetzt zum Beispiel bei dieser Zahl sich wiederholt, ist die 6. Das heißt, die 6 ist hier die Periode. Bei dem 2/11 wiederholt sich 1/8. Also ist die Periode 1/8. Das, was sich wiederholt, nennt man Periode. Nur wie ist die Schreibweise? 5/8 ist völlig klar, schreibt man einfach 0,625. 2/3 schreibt man als 0,6, aber das ist ja nicht das gleiche wie 0,66666. Deswegen müssen wir eine kleine Änderung machen, nämlich einen Strich drüber. Strich drüber heißt, das, was unter dem Strich steht, wiederholt sich ständig. Also die 6 wiederholt sich ständig. 2/11, da müssen wir 2 Zahlen einen Strich drüber machen, denn 1/8 wiederholt sich ständig. 1/8, 1/8, 1/8. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Das, was die Periode darstellt, das heißt, das, was sich immer wiederholt, das muss ich in die Periode setzen, mit diesem Strich drüber. Wenn ich jetzt zum Beispiel 0,1,8 als Periode hätte, dann hätte ich den Strich nicht nur über 1,8 setzen müssen, sondern über 0,1,8.
Wer Fragen dazu hat, bitte nächste Stunde stellen. Ansonsten das jetzt bitte abschreiben. Kurz noch die Namen dazu. Das eine nennt man einen endlichen Dezimalbruch und das andere einen periodischen Dezimalbruch. Endlich ist klar, das hört irgendwann auf. Also dieser Dezimalbruch hat ein Ende. Und dieser Dezimalbruch, der hört nicht auf. Der hat einen periodischen. Da kommt immer wieder das Gleiche. Also, das jetzt bitte abschreiben.